Bist du dir da sicher, Tobi, mit dem, was du tust? Ja, nee, aber jetzt zu spät. Noch ist nur vorgezeichnet, aber wer es mal erstmal gestochen ist, jetzt, ist vorbei. Ich sitze jetzt hier, ich stehe auch nicht mehr auf, ich bleib hier. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Puerto Princesa. Wir sind hier immer noch in unserem Luxusraum und stehen jetzt auf, essen was und dann geht's so in einer Stunde los. Die Mopeds zurückgeben und dann gucken wir, was da noch in Rechnung auf uns zukommt, weil wir den Schlüssel oder so verschlammt haben oder ob es alles kein Thema war. Und dann geht's zurück nach Manila in die Großstadt. Schade, weil Palawan echt schön ist. Also das, hier gefällt es mir richtig gut, gerade mit den Mopeds durchzuheizen, war eine geile Sache. Und dann sehen wir einfach mal, was es in Manila noch so gibt. Das hat schon mal alles gut geklappt, wir müssen nichts drauf zahlen. Wir haben auf unseren Rabatt auf jeden Fall verzichtet, bevor es noch Probleme gibt. Und damit sollte das Ganze wenigstens glimpflich ausgegangen sein, was für uns natürlich mega geil wäre. Auf Richtung Flughafen. Ich mit meiner besonders hässlichen Brille, die ich mir gestern gekauft habe, habe ich mir extra die hässlichste aufgesucht. YouTube! Die ganzen Leute feiern das sowieso, dass man weiß, es hier auf den Philippinen, das ist richtig verrückt. Und wenn du die Kamera rausholst und dich dann auch noch selber damit filmst, dann rasten sie endgültig aus. Ja, und dieses schöne, sonnige Palawan verlassen wir jetzt. Traurig. So. Departure, diesmal geht's dahin. Wir haben brutalsten Hunger und deswegen hat der Tobi uns gerade mal irgendwas geholt. Irgendwas geholt, was hier das günstigste im Preis-Leistungs-Verhältnis war. Sieht aus wie so Knäckebrotkram, ne? Mmh. War gar nicht so schlecht. Zwieback-Style. Ja. Das ist wie Zwieback. Bestimmt gesund. Okay, guter Shop, Cebu Pacific. Unser Flugzeug kommt eine Stunde später. Hier im Flughafen gibt es Spatzen und Frösche. Das ist ein halber Tierpark hier. Ja, in Palawan war das Wetter irgendwie auch besser. Ja, und die Insel. Und die Stadt. Und das Leben. Wir suchen uns jetzt ein Taxi und wir suchen ein gelbes. Warum suchen wir hier ein gelbes? Wir suchen ein gelbes Taxi, weil die gelben Taxi die zuverlässigsten sind, die saubersten sind. Das sind quasi die flughafeneigenen Taxis. Die benutzen immer einen Meter, sind immer sehr freundlich, sauber, alles so weiter. Die weißen Taxis versuchen immer mal wieder, dich übers Ohr zu ziehen, mit dir zu handeln, Festpreise zu vereinbaren, die immer überteuert sind. Oft aber auch weniger gut ausgestattet und dreckiger dabei. Und dann hat man natürlich noch weiterhin die Variante Grab oder Uber. Aber wir entscheiden uns heute, bar zu bezahlen, ein gelbes Taxi zu nehmen, weil bis jetzt hat man noch gar keins genommen, glaube ich. Richtig. On Commonwealth Avenue, der ist so. Der ist so. Not in the subdivisions or something, it's on the main highway. Very good Tagalog. Oh, just one word, huh? One word? Many words. Just a little bit, kuntilang.
So, wir sind jetzt ernsthaft wieder seit einer Stunde 40 unterwegs. Langsam wird's nett. So richtig anstrengend und so richtig ätzend, aber das ist Manila Traffic. Also falls ihr hierher kommt, stellt euch darauf ein, einfach lange zu brauchen. Vielleicht brechen wir den Rekord von 4 Stunden hier wieder. Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Und ich habe wieder Hunger. Ja, wir haben heute ja noch nicht so viel gegessen. In Manila angekommen, folgen hier jetzt einfach noch ein paar Ausschnitte von Dingen, die man mit den Leuten hier rund um Manila machen kann und was typisch für die Philippinen ist, wie zum Beispiel Karaoke oder sonstiges. Viel Spaß. Das erste Mal hier lang zu laufen. Das erste Mal hier reinzulaufen. Wonderful. It's amazing. Unbelievable. Oh, we're here. Du bist sicher, Tobi, mit dem, was du tust. Ja, nee, aber jetzt zu spät. Spät. Noch ist nur vorgezeichnet, aber wer schon erstmal gestochen ist, jetzt, ist vorbei. Ich sitze jetzt hier, ich stehe auch nicht mehr auf, ich bleib hier. Okay. Ist einmal gestochen ist, ich weiß, aber mit manchen Dingen im Leben muss man einfach, die muss man durchziehen oder lassen. Ich zieh's jetzt durch. So. Ja, was mit den Sternen? Die 3 Sterne sind die Inselgruppen der Philippinen. Das ist quasi Luzon, Visayas und Mindanao. Ah. Okay, what's the meaning of the sun in the middle? Nang Mino, meaning? Sabanela, Filipinas. Bright day. Das sollte man vor einer Immigrationsbeamtin normalerweise besser nicht sagen. Könnte sich negativ auswirken. Ist aber zum Glück gut gegangen.